Für alle von euch, die sich einen Bambolab A1 mit einer vollwertigen AMS und vielleicht sogar mit Trockenfunktion gewünscht haben, ist der Anycubic Cobra 3 mit der ACE in der Kombo definitiv einen Blick wert. Und was das genau bedeutet, was das Teil gut kann und was das Teil nicht gut kann, erfahrt ihr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Macorama.de. Den Anfang machen wir wie immer mit einem dicken, fetten Disclaimer, nämlich dass mir Geekbuying diesen Drucker in der Kombination mit der ACE zur Verfügung gestellt hat, damit ich für euch das Video machen kann. Da ist kein weiteres Geld geflossen. Das Einzige, was ich bekomme, wenn ihr den Drucker über den Link in der Videobeschreibung bestellt, ist eine kleine Provision. Das Teil kostet euch dann nicht mehr, um Gottes Willen. Im Gegenteil, es kostet euch sogar weniger. Da ist nochmal ein Couponcode dabei, mit dem ihr die ganze Kombo hier für $350 bekommt. Und wer sagt, okay, ich brauche aber noch ein bisschen Material dazu, der kann sich das Ganze nochmal mit 8 Kilo Filament für $440 bestellen, beziehungsweise 470 Euro, irgendwas in der Richtung. Kann ich euch nur empfehlen, schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Wenn euch das Teil gefällt, ist das ein guter Deal. Machen wir mal einen Anfang damit, wie der Drucker dann überhaupt hier ankommt. Erstmal, ihr habt den Livestream wahrscheinlich gesehen, der kommt richtig gut verpackt hier an. Die AMS sitzt hier vorne auf dem Druckbett drauf und man kann den mit ein paar Handgriffen entsprechend zusammenbauen. Ja, okay, mit ein paar Handgriffen. Ich habe im Livestream natürlich sehr viel gelabert, deswegen hat er auch insgesamt 2 Stunden gedauert. Aber nach dem Stream hatte ich den Drucker so weit, dass ich eigentlich direkt losstarten konnte. Und ich habe ein paar kleine Sachen im Stream, weil ich ständig halt mit euch am Reden war, noch mal ein paar Sachen übersehen bzw. nicht richtig gemacht. Und die möchte ich euch gerne klarstellen bzw. darauf hinweisen. Zum einen habt ihr hier auf der Rückseite, wo die PTFE-Schläuche sind, nochmal diese kleinen Filamentklipse. Macht die unbedingt rein, ansonsten habt ihr so einen Fehler wie ich, dass ihr halt entsprechend hier das Material nicht richtig eingezogen bekommt und dann ständig einen Fehler meldet. Der zweite Punkt war, dass ich hier irgendwie es geschafft habe, beim Livestream diesen Poop-Shoot quasi, also dieses Katapult, was hier an der Seite dran montiert ist, ein bisschen zu verbiegen, sodass im Prinzip, wenn er jedes Mal das Material extrudieren wollte, um es dann wegzukatapultieren, ein Problem hatte, dass der Magnet nicht ausgelöst hat. Aber das schauen wir uns gleich nochmal im Genauen an, was das denn bedeutet. Insgesamt kommt das Ganze erstmal in der Kombination Drucker und ACE komplett aufgebaut. Ihr müsst nur noch mal den Druckkopf reinhängen, die PTFE-Schläuche anschließen und natürlich das Kabel hier für den Druckkopf und einmal hier für die ACE anschließen. Und leider schließt man die ACE hier vorne an. Ich finde es gut, dass man hier vorne den USB-Anschluss hat, dass man da den USB-Stick anschließen kann. Das ist schon mal ziemlich cool, vor allen Dingen, weil ich auch einen USB-Stick mag, weil der besser zu handeln ist als eine Micro-SD-Karte. Aber dass man hier vorne dann entsprechend die ACE anschließt, finde ich ein bisschen nervig. Ich hätte es mir gewünscht, dass man es irgendwo hier hinten hinpackt oder hier an die Seite zum Stromanschluss. Das wäre natürlich wesentlich angenehmer gewesen. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich heute gerne bei unserem Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen könnt ihr dort aber auch weitere Services wie CNC-Fräsen, Blechbearbeitung oder aber auch 3D-Druck in Anspruch nehmen. In Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Woron Zero aus Nylon herstellen lassen. Die Teile sind zum einen eingefärbt, das heißt also der Toolhead ist bei mir zweifarbig und zum anderen haben diese Teile natürlich perfekt gepasst. Wer also für eines seiner Projekte unbedingt so einen Service braucht, den kann ich PCBWay einfach nur ans Herz legen und damit machen wir weiter im Video. Bevor ihr die Kombo aber aufbaut, müsst ihr euch natürlich überlegen, wo ihr das Ganze aufbaut. Und da habe ich mir jetzt mal ein Metermaß genommen und mal gemessen, wie viel Platz ihr dann überhaupt benötigt. Und ich bin da auf 120 bis 130 cm gekommen. Je nachdem, ob ihr nochmal einen Poop-Shoot neben dran packt oder nicht, das solltet ihr auf jeden Fall mitbedenken. Und ihr solltet auch auf jeden Fall mitbedenken, dass ihr sowohl für den Drucker als auch für die ACE einen separaten Stromanschluss braucht. Denn die ACE hat natürlich eine Trockenfunktion und die braucht nochmal extra Strom. Das heißt also, auch ohne Stromkabel funktioniert die ACE nicht nur mit dem Drucker, wie es bei Bambolab zum Beispiel der Fall ist. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber ihr habt dafür eine Trockenfunktion drin, die ich persönlich ziemlich cool finde, weil damit kann man natürlich, wie eben schon gesagt, PETG und PLA miteinander drucken. Und das ist natürlich schon mal einer der Hauptanwendungszwecke, die ich für das Teil überhaupt sehe. Wenn ihr dann für die Kombo einen Platz gefunden habt, das aufgebaut habt und auch den Strom angeschlossen habt, dann könnt ihr erstmal mit der Ersteinrichtung beginnen. Das heißt also, der kalibriert sich nochmal komplett selbst, wie es mittlerweile auch die Drucker von Creality, Bambolab, Brucher und etc. hast du nicht alle gesehen.
Fernsehen machen. Das heißt also, ihr habt da eigentlich von Auspacken bis Start ungefähr so eine halbe Stunde Zeit, die ihr braucht, damit das ganze Ding wirklich druckfertig ist und dann auch wirklich schöne Drucke für euch raushaut. Ihr könnt das Ganze auf verschiedene Arten entsprechend steuern. Das bedeutet, ihr habt erstmal hier vorne ein Touch-Display, was ihr beim Aufbau anschließen könnt. Und kleiner Hinweis, da gibt es auf dem Kabel einen Schriftzug, wo dann drauf steht, diese Seite nach oben. Das habe ich im Livestream erstmal nicht gesehen und habe mich gewundert, warum der Stecker nicht reinpasst. Da steht drauf, welche Seite nach oben gehört. Ihr könnt es aber auch über eine Handy-App steuern. Das heißt also, ihr müsst den Drucker als auch die Handy-App in die Cloud bringen, damit ihr die miteinander verknüpfen könnt. Das ist so ein bisschen Bambolab-Style. Oder ihr könnt aber auch sagen, okay, ich lade mir den AnyCubic Slicer runter und bediene es dann entsprechend über das Netzwerk oder über die Cloud. Oder ihr habt die Möglichkeit mittlerweile und könnt das Ganze im Orca Slicer einrichten. Das ist nicht ganz so einfach, erzähle ich euch aber auch gleich nochmal, wie das geht. Und da könnt ihr mit dem neuesten Update, ich habe nur noch nicht rausgefunden, wie es geht, das Ganze auch per Remote bedienen. Also das heißt, ihr braucht entsprechend gar keine Cloud-Verbindung mehr und könnt das Ganze halt wegen Datensicherheit entsprechend auch lokal im Netzwerk bedienen. Finde ich natürlich immer wieder gut. Ja. Ein Problem, was ich zu Beginn hatte, als ich den Drucker eingerichtet und in Betrieb genommen habe, war der First Layer. Der sah nicht wirklich schön aus und deswegen habe ich erstmal ein bisschen mit dem Z-Offset rumgespielt. Und das geht sowohl im AnyCubic Slicer, wenn ihr in die Druckereinstellungen geht, als auch im Orca Slicer. Dort könnt ihr es einstellen. Ich blende euch mal ein bisschen Zwischensequenzen ein, damit ihr seht, wie das funktioniert. Da gab es auch schon die ein oder andere Frage dazu, wie das dann in den jeweiligen Slicern funktioniert. Das ist ganz einfach. Ihr geht einfach nur in die Druckereinstellungen rein und sucht dort entsprechend unter den Maschineneinstellungen den Z-Offset. Und dort könnt ihr dann sagen, okay, das Ding soll nach oben oder nach unten, je nachdem, ob er zu dicht dran ist oder zu weit weg ist. Ganz einfache Lösung für ein relativ einfaches Problem. Ich weiß, das mag immer ein bisschen komplizierter wirken, weil man damals an den Druckbetten unten die Stellschrauben hat. Die hat man jetzt nicht mehr, weil alles vollautomatisiert ist. Aber da kann man das nochmal richtig gut einstellen. Um den Cobra 3 im Orca Slicer hinzufügen zu können, braucht ihr erstmal eigentlich nur einen Opferdrucker, ein Druckerprofil und natürlich den Orca Slicer. Das Druckerprofil findet ihr auf der Webseite, die ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das ist eine schöne Dokumentation von AnyCubic zu dem gesamten Druckerpaket und auch zu allen anderen Druckern, die sie anbieten. Und da findet ihr nochmal das ganze Druckerprofil für den Cobra 3. Und im Orca Slicer geht ihr einfach hin und fügt irgendeinen AnyCubic Drucker hinzu. Das ist egal welcher, egal ob ein Viper oder ein Cobra 2. Und importiert dann das vorher runtergeladene Druckerprofil. Und siehe da, schon habt ihr den AnyCubic Cobra 3 zur Auswahl da und damit auch die Möglichkeit, mehrere Filamente, also hier die Filamente von der ACE, habe ich mir dann immer schön hinzugefügt, habe die Farben entsprechend ausgewählt und gesagt, welches Material das ist. Und ihr könnt natürlich auch dann entsprechend sagen, wo ihr welche Stellen eingefärbt haben wollt. Falls ihr irgendein Multicolor-Objekt drucken wollt oder was in Richtung, oder ihr habt schon direkt ein Multicolor-Objekt als 3MF-Datei, die ihr importieren wollt, dann könnt ihr natürlich sagen, okay, die Teile von dem Objekt sind in der Farbe zu drucken und die Farben von dem Objekt oder die Teile von dem Objekt sind in Slot 1 und die Teile von dem Objekt sind in Slot 2 zu drucken quasi. Ja, jetzt gesprochen in Slot 1 bis 4 von der ACE. Und das funktioniert eigentlich wunderbar. Der Orca Slicer exportiert euch dann, wenn ihr das Ganze sliced und exportieren wollt, erstens mal die SDL für den Drucker, die ihr da drauf packt und natürlich nochmal eine Datei für die ACE, damit die weiß, wann sie wo einsetzen muss und welche Farbe reinpumpen muss. Das funktioniert wirklich wunderbar, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe mir aber, als ich angefangen habe mit dem Drucker zu drucken, gleich zwei Upgrades erstmal gedruckt. Zum einen diesen Poopshoot, den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und einmal, naja, das Teil hier. Das ist quasi, gehört hier sozusagen zu dem Poopshoot dazu und man klemmt das eigentlich so hier an der Seite, ne, hier vorne dran. Ich habe es mittlerweile nicht mehr dran, ganz einfach deswegen, weil wenn der Drucker das Material extrudiert, er wartet zwar ein bisschen, bis es abgekühlt ist, aber wenn er das dann rausschießt, in Kombination mit der Wärme vom Material bleibt mir das gerne hier drin stecken und verstopft mir das ganz gerne mal. Das heißt also, es prallt nicht hier ab und knallt dann unten in diesen Container hier rein, sondern es hat mir dann an dem einen Abend hier schön mal alles zugesetzt, hat sich dann hier schön drüber verteilt und war dann irgendwann hier komplett vorne verteilt, was dann natürlich auch dazu geführt hat, dass ja alles mit einer Sauerei voll war und die ganzen Pupschen überall waren, nur nicht da, wo sie eigentlich hingehören. Deswegen habe ich das Teil abmontiert und ich hatte den vorher hier neben dem
Pusher Mini stehen gehabt mit dem Gehäuse und habe dann einfach das Pupschuh direkt an das Gehäuse drangestellt, sodass die Pups immer bumm dagegen abgeprallt und dann unten in den Container gefallen sind. Ist ein bisschen ein Workaround. Ich weiß, das ist nicht ganz schick. Vielleicht trug ich das Ganze mal aus PETG oder so in Richtung, damit es nicht dran kleben bleibt oder nicht so einfach dran kleben bleibt und teste das nochmal. Aber mit der PLA gedruckten Variante war ich erstmal nicht zufrieden. Und wie ihr sehen könnt, ich habe neben ein paar Untersetzern, die ich mal wieder gedruckt habe, noch was Größeres gedruckt, nämlich für Halloween. Hier dieses Teil hier. Ich fand den erstmal ganz süß. Ich habe nach einem Multicolor-Objekt gesucht, was ich dann entsprechend drucken kann. Ihr wisst, ich bin kein Multicolor-Fan. Und ich habe aber gesagt, okay, ich muss irgendwas drucken, um euch zu zeigen, was der Drucker kann und was auch die ACE kann und wie sauber die Drucke rauskommen. Und dann habe ich mich einfach mal für dieses Teil hier entschieden. Wobei ich sagen würde, normalerweise, ihr kennt auch diese Wollenschale, ja, die ich schon mal gedruckt habe und dann mit euch im Stream angemalt habe. Das ist so eine große Schale gewesen, wo ich die Wollknäuel reinpacken kann, damit ich zum Häkeln entsprechend die Wolle vorne aus dem Loch rausziehen kann, damit die sich nicht verknoddelt und hier sich irgendwie quer verteilt. Die drucke ich normalerweise alle einfarbig. Gerade bei sowas hier ist es prädestiniert dafür, dass man einfach diese Bereiche hier ganz normal anmalt. Aber ich habe natürlich gesagt, okay, ich brauche was für euch zum Zeigen, damit ihr was seht, wie das aussehen kann. Und deswegen habe ich mich für dieses Teil hier entschieden. Das habe ich von STL Flix, den Link dazu packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Ist an sich ganz cool. Es gibt nur einen Manko und ich versuche mal hier jetzt ganz vorsichtig den Arm da wegzumachen. Das Ding ist randvoll, wie ihr sehen könnt, mit Pupsch. Das heißt also, bis hier unten hin, bis zu der Höhe hier, ist das Ding quasi komplett voll mit Müll. Das bedeutet, die volle Filamentrolle, die ich dafür gebraucht, die ich da vorher reingepackt habe, hier rein, ist bis auf 100 Gramm eigentlich komplett leer. Und das Druckobjekt an sich hat jetzt nicht so viel, vielleicht 300, 400, 500 Gramm Material. Das heißt also, der Rest ist nur an Abfall dran. Und das bedeutet natürlich auch, das ist auch das, was ich bei den anderen Druckern immer sage, egal von welchem Hersteller das ist, auch das gilt auch für den Pusher. Wenn ihr sagt, okay, aber der Drucker XY ist halt günstiger als der und ich kann damit mehrfarbig drucken, muss man immer gucken, wie ist denn der die Müllproduktion bei so einem Drucker, weil das sorgt natürlich dafür, dass ihr auch wesentlich mehr Material verbraucht. Und wenn ihr wesentlich mehr Material verbraucht als ein anderer Drucker zum Beispiel mal, dann rechnet sich vielleicht mit der Zeit sogar der Drucker, der weniger Material verbraucht, weil ihr dann natürlich auch mehr Geld für Material ausgibt. Logisch, ja? Also wenn ich jetzt 10-mal das Teil drucke, dann habe ich insgesamt 10 Rollen Material verbraucht, obwohl ich eigentlich nur 5 brauchen würde. Das heißt also, es sind schon mal 50 Euro, die ich an Material schon mal verdruckt habe. Und das ist schon echt viel, muss ich sagen. Und das gefällt mir halt bei den Multicolor-Drucken gar nicht. Da warte ich dann wirklich lieber drauf, dass endlich mal Drucker kommen, die dann, was weiß ich, mit Dual-Color, also mit IDEX mal wieder in der Preisklasse rauskommen. Oder aber auch mit einem Multi-Head, also sowas wie der XL zum Beispiel mal, wo der Müll sich dann noch mehr in Grenzen hält und man nicht ganz so tief in die Tasche greifen muss in Sachen Material. Ich weiß, man kann natürlich auch sagen, okay, um den XL sich kaufen zu können, muss man nochmal richtig viel drucken, damit sich das lohnt. Auf jeden Fall, da habt ihr auf jeden Fall recht. Aber ich sag mir mal so, wenn es sich in der Preiskategorie zwischen, was weiß ich, 300, 400, 500 Euro handelt, dann hat man das Geld relativ schnell zusammen, wenn man mal ein Jahr lang mit dem Drucker druckt. Ihr wisst aber auch, dass ich gerne mal Multimaterial drucke. Das heißt also jetzt nicht mehrfarbig, sondern mehrere Materialien, also PLA und PETG. Und gerade bei PLA und PETG ist bei PETG ein Punkt, dass es halt gerne Feuchtigkeit aus der Umgebung zieht und dann natürlich sich schlechter drucken lässt. Und bisher war ich immer zu faul, PETG zu drucken, weil ich einfach keine Lust hatte, die Trockenbox aus dem Regal zu greifen, anzuschließen und dann entsprechend noch einen zweiten Stromanschluss zu verwenden und nochmal extra was aufzubauen. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich drucke es lieber in ABS oder halt in PLA. Und mit dem Teil hier kann ich jetzt entsprechend PETG und PLA drucken und kann das PETG oder die ganze Kammer besser gesagt parallel dazu noch heizen. Dazu kann ich entweder in der App oder aber auch auf dem Display sagen, okay, schmeiß mir mal die Trockenfunktion an. Läuft auch an sich ganz gut, macht aber auch entsprechend dann nochmal ein bisschen mehr Lärm und braucht natürlich entsprechend mehr Strom. Wie gesagt, das Ding hat einen zweiten Stromanschluss und die Netzteile von den Druckern sind hier innen drin verbaut. Das heißt also sowohl hier als auch hier. Und das bedeutet natürlich aber auch für diejenigen, die ABS gerne drucken wollen, es ist nicht empfehlenswert, das Ding in einen Enclosure zu stellen, auch wenn der eine oder andere sagt, ja, das kann man durchaus machen. Ich würde davon abraten, denn
ganz ehrlich, so ein Netzteil, wenn es nicht gekühlt ist und auch nicht irgendwie extern verbaut ist, dass man es halt abbauen kann und außerhalb vom Gehäuse lagern kann, würde ich so einen Drucker ehrlich gesagt nicht in ein Gehäuse stellen. Das ist der Grund, warum ich den Mini ins Gehäuse stelle, weil ich sage, okay, ich habe das Netzteil extern. Das ist der Grund, warum ich den MK4 oder MK4S oder den MK3 in ein Gehäuse stellen konnte die ganzen Jahre, weil ich gesagt habe, okay, das Netzteil baue ich ab. Ich baue dafür eine Stabilisierung an den Rahmen ein und packe das Netzteil dann außen an das Gehäuse. Hatte ich beim IKEA Enclosure gehabt. Ganz einfach damit, dass ich dann halt entsprechend nicht im Netzteil irgendwelche Probleme mit der Zeit bekomme, weil die Hitze einfach zu sehr den ganzen Teil am Schaffen macht. Jetzt haben wir soweit die ganzen technischen Spezifikationen einfach mal durchdiskutiert und ihr wollt natürlich auch sehen, wie das Teil drucken kann. Und ich fange jetzt einfach mal mit was ganz Einfachem an. Und zwar habe ich mir im Orca-Slicer eine Schicht, die übers komplette Druckbett ging, gebastelt, die auch nur eine Schicht hoch ist. Und das Ergebnis ist das hier. Das sieht jetzt hier auf der Überseite, sieht man, da ist ein bisschen Overextrusion drin. Aber im Prinzip kann ich das Ding ziehen, wie ich möchte. Das war jetzt mit Gewalt halt entsprechend und reißt das dann irgendwann mit Gewalt auseinander. Aber ihr seht, da geht nichts kaputt. Das ist echt asszack. Das ist mega geil, finde ich. Ich habe hier unten irgendwo ein kleines Löchelchen drin. Ja, da kann man vielleicht nochmal gucken, dass man an der Stelle nochmal ein bisschen Kapton-Tape an und das Druckbett packt. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich mit der Verarbeitung und mit dem Aufbau vom Drucker, mit der Druckqualität zufrieden. Ich weiß, ich habe schon in den Kommentaren gesehen, dass der ein oder andere von euch ein Montagsmodell bekommen hat. Oder aber auch eins von den frühen Modellen, wo noch ein paar Fehler drin waren. Und das kann immer mal vorkommen. Das war auch beim K1 so. Und es ist auch beim X1 so, dass die ersten Benutzer, das wissen wir alle, wirklich eine richtige Salatschüssel an Druckbett hatten. Das wurde dann mit der Zeit ausgetauscht. Aber hier muss ich sagen, der Drucker ist jetzt noch nicht so alt und ich habe schon eine recht gute Einheit bekommen vom Geekbuying, nicht von Anycubic. Ja, das heißt, die haben mir einfach ein Paket rausgeschickt, was sie da im Lager liegen hatten. Das heißt also, ich gehe einfach mal davon aus, dass wenn ihr das Ding bei Geekbuying bestellt, dass ihr einen Drucker bekommt, der von der Qualität her ähnlich ist wie der hier. Ja? Oder vielleicht sogar noch besser, vielleicht sogar mit dem aktuelleren Softwarestand oder und. Dann habe ich natürlich erstmal ein paar Sachen gedruckt. Zum einen dieses Poop-Shoot-Bin sozusagen, diesen Container hier für die ganzen Poop-Shoots. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Druckqualität kann sich echt sehen lassen. Also das ist für einen Bettschubser in der Preisklasse, da hat sich einiges getan in den letzten Jahren, muss man einfach sagen, die Qualität ist richtig gut. Auch dieses Teil, was quasi supportmäßig irgendwie so gedruckt wird oder so gedruckt wurde, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie komisch gedruckt, ist einfach schön rausgekommen. Ja, kann man nicht meckern, ist wirklich schön geworden. Und kann ich jedem nur empfehlen, die Links dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Wie gesagt, druckt euch das aus PETG. Und neben diesem Halloween-Bucket habe ich noch mal ein bisschen was gedruckt. Da bin ich gerade an einem kleinen Projekt quasi dran, was ich auf Kickstarter unterstützt habe. Nämlich hier diese Playmat-Tubes. Das heißt also, das sind solche Röhren, die kann man sich zusammenbauen. Die hier sieht jetzt aus wie von einem Space Empire, so heißt es auch. Ich nenne jetzt den Namen nicht, weil sonst kriege ich Lizenzprobleme. Ihr kennt die Thematik, ja. Aber im Grunde genommen ist das eine Röhre, in der man Spielematten für Tabletop-Games reinpacken kann. Und das fand ich so genial. Da habe ich hier schon angefangen, den zweiten Teil zu drucken. Das heißt, der kommt hier oben drauf und dann kommt hier irgendwo, dann ist das so lang und dann kann man das hinten an die Wand hängen. Da kommt also noch ein bisschen was dazu. Und ihr seht schon, das drucke ich jetzt mittlerweile einfarbig, beziehungsweise nicht ganz. Ich habe einen Slicer, als ich das untere Teil und das hier gedruckt habe, habe ich einen Fehler gemacht und habe beim ersten Layer vergessen, die Farbe zu ändern. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ja. Vielleicht drucke ich das Teil nochmal neu und dann wird das da entsprechend nochmal gebrushed oder was in Richtung. Aber die Teile werden angemalt, das heißt, die bleiben nicht so, sondern die werden angemalt, werden nochmal ein bisschen, mit Weathering entsprechend nochmal ein bisschen altertümlich gemacht sozusagen, ein bisschen benutzt aussehen gelassen. Und dann kommen die am Schluss da hinten an die Wand, damit ich dort so ein, zwei Matten quasi habe, die ich hier so im Studio habe, dass ich die da reinpacken kann, damit das Ganze auch ordentlich wird. Und ja, das Thema Tabletop wird bei mir ein bisschen größer. Ich bin gerade da hinten dabei. Ich warte gerade nochmal auf Filament, das Omni 3 zu drucken, damit ich da entsprechend dann die ganzen Tabletop-Figuren reinpacken kann, weil momentan liegen die alle in so einem Karton drin. Das ist natürlich auch nicht schön. Und da wird mir der Anycubic Copa 3 und der Prusa MK4 und 3.9, die werden mir natürlich auch helfen, das Ganze zu drucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Druckqualität ist schön. Ist echt schön. Die Lautstärke von dem Drucker habe ich auch gemessen, weil das ja so ein Problem ist, was wir in der aktuellen Zeit haben. Wir wollen immer schneller drucken. Schnell kann der Drucker drucken, keine Frage.
aber er kann auch relativ leise drucken. Das heißt also, wir sind bei irgendwas zwischen 60 und 65 dB. Das ist noch nicht so leise wie ein MK4S oder ein MK3.9S, aber es ist schon mal ein gutes Stück leiser als ein K1 oder K1C oder aber auch ein X1C. Das finde ich schon mal ziemlich gut und damit ist das quasi aus meiner Sicht gesehen für jemand, der sagt, okay, er möchte gerne ins 3D-Drucken einsteigen, er braucht unbedingt eine Multi-Material-Unit, ist das einfach das optimale Paket. Ja? Gerade wenn ihr PETG drucken wollt, um das zu trocknen, ist das echt genial. Wie gesagt, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne hat euch das Video hoffentlich gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Mich würde natürlich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert oder aber auch den Kanal hier auf YouTube oder auf Patreon unterstützt. Und natürlich auch vielen lieben Dank an Geekbein, dass ihr mir das Teil zur Verfügung gestellt habt. Und natürlich auch vielen lieben Dank an meinen Sponsor PCBWay. Und in diesem Sinne, hold the line, happy printing und ciao.